Herzlich willkommen, liebe Anleger, zum Marktupdate bei BXS TV. Nach dem fulminanten November, da lassen es die Märkte nun aktuell etwas ruhiger angehen, könnte man sagen. Die Leitindizes in Deutschland und der Schweiz beispielsweise, die pendeln unterhalb der Novemberhochs. In den Staaten ist der Dow Jones dabei, die 30.000er Marke zu verteidigen. Und zu Wochenbeginn haben wir im Technologiesektor allerdings auch neue Rekordmarken gesehen. Die Nachrichtenlage, die hat sich nicht wirklich großartig verändert. Thanksgiving hat in den Staaten dann dafür gesorgt, dass nun noch mehr Infektionen eben gemeldet werden. Das ist wenig überraschend an sich, aber trotzdem natürlich eine Nachricht, die Sorgenfalten auf die Stirn wirft. Weiterhin gemischt sind die Konjunkturdaten, die gemeldet werden. Hier ist es nun allerdings auch so, dass negative Daten vom Arbeitsmarkt eben die Hoffnung der Marktteilnehmer weiterhin schüren, dass der dadurch entstehende Druck auf die US-Regierung dafür sorgen wird, dass nun ein Konjunkturpaket geliefert wird. Ein Thema, was aktuell ein bisschen auch Sorgen bringt, das ist der Brexit. Hier ist es so, dass zum Jahresende ja die Übergangsphase endet, die kann auch nicht verlängert werden. Daher hier der Druck extrem groß, dass eine Einigung erzielt wird. Und um ein No-Deal-Szenario zu vermeiden, wird aktuell nun auf allerhöchster Ebene direkt verhandelt. Die Frage ist ja nun, pendelt der Markt bis Weihnachten weiterhin seitwärts oder passiert hier doch nochmal was nach oben? Marktteilnehmer sind der Meinung, dass hier durchaus nochmal Schwung reinkommen könnte bei weiterhin positiven Nachrichten von den Impfstoffherstellern. Bereits zu Wochenbeginn haben wir wieder positive News bekommen und am Donnerstag, da wird es interessant, da ist dann die Anhörung vor der amerikanischen Arzneimittelbehörde in Sachen BioNTech-Impfstoff. Und die Marktteilnehmer sind sich hier ziemlich einig, dass es dann hauptsächlich daran hängen wird, wie schnell die erhoffte Genehmigung ausgesprochen wird. Auch noch interessant am Donnerstag, EZB-Sitzung. Man erwartet weniger etwas vom Zinssatz an sich, aber man erhofft sich schon Impulse und unterstützende Maßnahmen von den Währungshütern in Sachen Kaufprogramme. Für diejenigen unter Ihnen, die sich gerne mal IPOs anschauen, das seien noch die beiden Börsengänge von DoorDash und Airbnb in den USA zu nennen. Die stehen am Mittwoch bzw. am Donnerstag im Kalender. Beide Unternehmen haben sich von der Corona-Unsicherheit nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben zuletzt sogar nochmals die Preisschraube etwas angezogen. Marktteilnehmer sprechen hier von ambitionierten Bewertungen bei rund 35 bzw. 42 Milliarden Dollar. Und wer die Aktie nun nicht in Dollar handeln möchte, sondern in Schweizer Franken, der kann das dann demnächst auch hier bei uns an der BXS tun. Das war's für den Moment vom Marktupdate. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.